Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, heute soll es dann nochmal um ein unangenehmes Thema gehen, und zwar, was ist, wenn ein Deko stirbt? Im Grunde gibt es da ja mehrere Gründe, Möglichkeiten, Ursachen. Natürlich gibt es einmal Degos, die ganz plötzlich sterben, die noch viel zu jung waren. Dann gibt es natürlich Degos allen Alters, die einfach krank sind, die dann irgendwann aufgrund ihrer Krankheit sterben. Und dann gibt es natürlich die Degos, die einfach alt sind und sterben. Und außer der plötzliche Tod kann natürlich sowohl bei Alter als auch bei Krankheit es zu zwei verschiedenen Sachen kommen. Entweder dass der Degu ganz normal zu Hause verstirbt oder dass der Degu beim Tierarzt eingeschläfert werden muss. Ich möchte heute einmal mit euch darüber sprechen. Also leider kann ich ja nicht mit euch sprechen, aber darüber meine Gedanken teilen, ein paar Tipps geben und einfach vielleicht auch mal ein paar verschiedene Sichtweisen darauf geben. Grundsätzlich gilt natürlich, dass wenn ich feststelle, dass es meinem Degu nicht gut geht, dass ich dann zu einem Tierarzt gehe. Denn je nachdem, was die Symptome und Ursachen sind, muss man halt dann entscheiden, was man tut. Und es gibt ja halt viele Sachen, die man behandeln kann, zum Beispiel Zähne oder halt auch andere Sachen. Da gibt es halt viel, was der Tierarzt halt noch machen kann, was dem Degu dann halt hilft. Sollte ich dann ja mit dem Tierarzt abgesprochen haben, was noch zu tun ist und was nicht zu tun ist, kann es halt leider sein, dass der Tierarzt sagt, ich kann da nichts mehr machen. Dann könnt ihr natürlich auch mit dem Tierarzt absprechen, okay, was ist jetzt das Beste, einschläfern oder mit nach Hause nehmen, dass er dann halt, wenn seine Zeit gekommen ist, schlafen kann. Ihr müsst einfach mal bedenken, also irgendwie ist das Gängige jetzt immer, ein Degu einzuschläfern. Aber ich finde, das ist nicht immer richtig. Wenn ich es dem Degu ermöglichen kann, dass er in Ruhe in seiner bekannten Umgebung zu Hause einfach einschläft, dann finde ich, ist das vollkommen in Ordnung und dann sollte man ihn nicht einschläfern. Das ist dann aber natürlich nur der Fall, wenn der Degu sich nicht quält. Wenn ich zum Beispiel merke, mein Degu ist einfach 10 Jahre alt, der schläft mehr, als dass er wach ist, hat jetzt keine großartigen Wehwehchen, dann hole ich mir vielleicht einfach ein bisschen Metacam vom Tierarzt, dass er wirklich täglich sein Metacam bekommt. Und wenn er dann halt eines Tages halt nicht mehr aufwacht, dann ist das halt so. Wenn mein Degu aber zum Beispiel, ich weiß es nicht, so einen riesigen Tumor hat und unglaubliche Schmerzen oder dass er wirklich nicht mehr fressen kann und quasi verhungern würde, ja, oder andere Sachen, was kann ich mir noch vorstellen, wenn der Degu zum Beispiel keine Luft mehr bekommt und nur nach Atem ringt, das wären für mich Indikatoren, da würde ich sagen, okay, dann einschläfern lassen und nicht noch warten, bis er von alleine stirbt. Dann ganz wichtig, beim Einschläfern, gerade beim Tierarzt, seid dabei, lasst eure Tiere nicht alleine. Großes Thema gewesen, gerade während der Corona-Zeit auch. Es ist für die Tiere schon wirklich stressig und schlimm genug, beim Tierarzt erlöst zu werden. Dann seid wenigstens dabei, so schlimm es auch ist. Tut denen in dem Sinne den letzten Dienst und ja, unterstützt sie so gut, wie ihr halt könnt. Sollte der Degu bei euch zu Hause einschlafen, müsst ihr ihn natürlich nicht immer unterstützen. Da hat er ja auch seine Gruppe und da ist es tatsächlich manchmal besser, die Tiere einfach in Ruhe zu lassen. Je nachdem, ob ihr merkt, es ist jetzt mehr Stress, wenn ihr dabei seid oder ja, oder ihr könntet ihnen noch irgendwie helfen. Auch da alles so angenehm wie möglich machen, Schmerzmittel geben, Wärme anbieten, wenn er möchte, fressen, trinken, quasi vor die Nase stellen, sage ich jetzt mal. Und ja, dann tatsächlich einfach abwarten. Wundert euch nicht, wenn es wirklich ans Sterben geht. Sterben ist ein Prozess.
Das kann dauern, das kann eine Nacht dauern, das kann auch mehrere Nächte dauern. Wer vielleicht schon mal ein Familienmitglied verloren hat, weiß das vielleicht, dass das mal länger gehen kann. Gibt denen die Zeit und ja, also mein Hamster zum Beispiel war damals 2 Jahre alt. Man hat einfach gemerkt, der konnte überhaupt sich nicht mehr bewegen. Unser Erachtens nach hatte er aber keine Schmerzen, sondern er war halt wirklich so, dass er immer länger geschlafen hat, als dass er wach war. Wir haben dann auch alles ebenerdig für ihn gemacht, ihm wirklich alles versucht vor die Nase zu stellen. Und es hat wirklich 1,5 Tage bis 2 Tage gedauert, bis er eingeschlafen ist, wo ich mir auch dachte, im Verhältnis zu wie lange die leben, ist das verdammt lange. Aber wie gesagt, gibt ihnen die Chance, es ja, dann zu gehen, wenn ihre Zeit ist. Wie gesagt, es sei denn, sie quälen sich wirklich nur noch, dann sollte man natürlich zum Tierarzt gehen und das beenden. Dann gibt es natürlich noch den dritten genannten Fall, dass ein Degu plötzlich verstirbt. Also bei plötzlich Versterben meine ich dann, also wenn ich merke, oh, dem geht scheiße und ich fahre zum Tierarzt und dann muss ich ihn sofort einschläfern, das ist für mich jetzt nicht in dem Sinne plötzlich Versterben, dann habe ich ja in dem Sinne auch den Gang zum Tierarzt gemacht und entscheide dann, ob einschläfern oder nicht. Sondern ich meine wirklich, ich komme morgens, gestern war alles super, ich komme morgens an den Käfig und einer ist einfach tot. Und ich kann, gibt keine Bisswunden quasi, dass ich jetzt sagen könnte, okay, er wurde von den anderen getötet. Gibt es leider auch. Sondern dass ich einfach feststelle, okay, der ist jetzt einfach gestorben über Nacht und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Das ist dann tatsächlich mehr oder minder unkompliziert, weil ich mir dann ja keine Gedanken mehr machen brauche. In dem Sinne, was ich jetzt mit dem Degu mache, er hat es ja dann schon geschafft. Natürlich stellt sich dann immer die Frage des Warums. Das Warum, wenn ich nicht die Krankenvorgeschichte habe und genaue Diagnosen habe, stellt sich eigentlich immer. Es sei denn, der Degu ist halt alt. Macht euch da nicht verrückt. Es ist leider so, dass man nicht drinsteckt. Wir wissen nicht, was die Degus vielleicht mitbekommen haben, schon mit der Geburt, genmäßig, ob da alles in Ordnung war. Gerade bei so plötzlichen Toden von Jungtieren oder von jungen Tieren, die so 1, 2 Jahre alt sind, fragt man sich ja oft, woran hat es gelegen? Hätte ich was erkennen können? Macht euch da bitte nicht verrückt. Also manchmal ist es einfach, ja, wie sagt man so schön, Schicksal. Also man steckt nicht drin, man kann nicht alles sehen. Und ja, es ist halt wirklich schwierig. Wenn jetzt ein Degu verstorben ist, ist es ein bisschen umstritten, ob man ja, die Gruppe sich von dem Degu verabschieden lässt oder nicht. Manche sagen, nehmt den Degu, den toten Degu sofort raus und wenn sie beim Tierarzt eingeschläfert worden ist, legt ihn auf gar keinen Fall rein. Die Degus trauern nicht. Für die ist das to total egal und die fressen den ja sonst nur an. Also ja, man muss wissen, Degus halten ihr Nest sauber und ihre Gruppe. Das ist ein Instinkt, weil halt Verwesung Fressfeinde anlockt. Das heißt, die fangen tatsächlich an, Kadaver aufzuessen. Ja, das kann also passieren, gerade wenn ihr über Nacht einen findet, kann es halt sein, dass der angeknabbert worden ist von seiner Gruppe. Das, die Degus sind dann nicht böse, das sind keine Kannibalen oder so, sondern das ist einfach deren Instinkt, der in der Natur das Überleben sichert. So, das ist die eine. Wenn ich jetzt aber weiß, okay, mein Degu ist gerade gestorben, habe das über Tage beobachtet oder ist beim Tierarzt eingeschläfert worden, finde ich es persönlich wesentlich schöner und das raten auch viele, dass ihr den Toten, das tote Mitglied noch einmal zur Gruppe gebt. Also ihr legt den quasi noch einmal in den Käfig. Nicht für lange, sagen wir mal maximal eine halbe Stunde, damit einfach die Gruppe Abschied nehmen kann. Abschied nehmen kann ist jetzt vielleicht ein bisschen menschlich gesagt. Es geht darum, nicht darum, dass die trauern, sondern es geht darum, dass die registrieren, hey, das ist, also die wissen ja, wer zu einer Gruppe gehört, das ist der sowieso und der ist jetzt tot. Und
ja, es kann halt passieren, dass sie halt nochmal mit ihm kuscheln, ihn nochmal versuchen zu wärmen und irgendwann werden sie es quasi registrieren, okay, der ist gestorben, der ist tot und dann werden sie sich abwenden. Und wenn sie sich quasi alle abwenden, das kann halt gleich sein, das kann halt nach einer Viertelstunde sein, dann ist es halt Zeit, den toten Deku rauszunehmen und zu beerdigen. Ich finde, das ist halt einfach in dem Sinne ein schönes Ritual, weil die Gruppe dann registrieren kann, okay, der ist tot. Es gab schon Degus, die haben böse auf ihren Halter reagiert, weil ist jetzt auch vermenschlich gesagt, dass die solche Zusammenhänge haben, aber so stellt man sich das jetzt halt vor. Die waren quasi sauer auf den Halter, weil die gesagt haben, ey, du hast den Degu rausgenommen und jetzt ist er nicht mehr da. Wo ist der? So, ne? Also ist jetzt, wie gesagt, sehr vermenschlicht dargestellt, aber das gab es. Und wie gesagt, ich fände es schon schön, wenn die Gruppe den dann nicht tagelang sucht, sondern dass die Gruppe einfach realisiert, okay, den gibt es halt nicht mehr, der ist tot. Ja, wenn dann das eigentlich ja, geklärt ist, also es jetzt klar ist, okay, der ist tot, gibt es jetzt noch verschiedene Sachen, die ich danach berücksichtigen muss. Eine Sache ist, wenn ich jetzt ein Einzeltier habe, kann ich eigentlich sofort auf die Suche gehen nach einem neuen Kameraden. Das ist auch sehr wichtig für das Einzeltier, gerade wenn die sich nicht gestritten haben und so, sondern durch den Tod getrennt worden sind, sehen die sich halt sehr nach neuen Kuschelpartnern. Also geht da wirklich sofort auf die Suche. Die brauchen keine Zeit. Die brauchen keine Zeit zum Trauern. Außerdem braucht ihr wahrscheinlich eh länger Zeit, ein neuen passendes Tier zu finden, als dass der Degu braucht, um bereit zu sein für ein neues Tier. Anderer Gedanke ist natürlich dann die Beerdigung des toten Tieres. Ihr könnt halt die Tiere in eurem Garten bestatten. Es gibt tatsächlich auch Tierfriedhöfe, wo ihr den auch bestatten könnt. Da könnt ihr sowas wie ein Gemeinschaftsgrab für alle eure Degus mieten, nennt man das ja dann, glaube ich. Ansonsten, was man ja eigentlich nicht darf, aber ich finde den Gedanken trotzdem schön, wenn man zum Beispiel eine Feldmarkt hat, wo man gerne, na gut, Feldmarkt ist jetzt vielleicht blöd, aber ein Wald, wo man halt gerne spazieren geht oder so. Warum sollte man den Degu nicht in seiner Lieblingsstelle im Wald beerdigen? Also finde ich halt auch sehr schön. Wenn ihr beerdigt, denkt immer dran, tief genug zu buddeln. Gerade auch wenn ihr jetzt wirklich im Garten oder Wald, es kann halt sein, dass sonst die Nachbarskatze oder irgendein Fuchs oder so danach scharrt und das wieder ausbuddelt und das wollen wir ja nicht. Genau, ihr könnt die in einer kleinen Pappkiste beerdigen, die sich ja auch zersetzt dann. Könnt ihr noch was Nettes mitgeben? Ich würde tatsächlich darauf achten, dass sich alles zersetzt. Ich fände es nämlich nicht so cool, wenn man beim nächsten Gartenumgraben irgendwie von dem vorherigen Besitzer irgendwie die toten Tiere findet oder so. Genau. Ich meine, man kann die theoretisch auch beim Tierarzt lassen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich lege sie nicht nach meiner Gruppe rein, kann man sie auch einfach da lassen. Da werden sie dann aber halt auch schlichtweg entsorgt. Ist halt so. Weiß ich nicht, ob alle Tierärzte das machen, geht aber bei manchen. Und man kann theoretisch auch bei so einem Tierbestatter den verbrennen und dann hat man die Asche. Da musst ihr aber mal gucken, wie das bei euch in der Nähe ist. Was das kostet, ist ja auch immer so ein Faktor. Und genau. Ja, dann noch eine Sache, Gedanken dazu. Wenn man jetzt gar nicht die Ursache weiß und die Vermutung vielleicht darauf liegt, dass der Degu aufgrund eines Infekts oder eines Gendefekts oder sowas gestorben ist und man hat zu Hause halt noch übergebliebene Tiere, die vielleicht auch noch mit dem verwandt sind, sollte man erstmal ja überlegen, ob es vielleicht sinnvoll ist, das tote Tier zu obduzieren. Das muss man sich relativ schnell überlegen, weil das geht halt nicht endlos lange. Aber es kann halt, so makaber und kacke es klingt, es kann halt einfach sinnvoll sein, wenn es etwas Ansteckendes ist oder wie gesagt etwas Genetisches und man hat Geschwister von dem Tier zu Hause sitzen, kann es halt vielleicht schlau sein, das tote Tier zu obduzieren, um halt herauszufinden, woran ist er gestorben und so eventuell Geschwistern oder anderen Tieren der Gruppe zu helfen, vor allem wenn sie vielleicht schon die gleichen Symptome zeigen. Ja, da muss man halt ein bisschen abwägen, ob das Sinn macht, ob man da überhaupt bei einer Obduktion was rausfinden könnte. Genau. Also da sollte man
mal einen Gedanken daran verschwenden. Natürlich nicht, wenn man weiß, okay, das war jetzt ein Zahntumor oder irgendwie was, sondern wirklich, wenn halt Gefahr für die anderen Tiere irgendwie ausgeht. Ich bin halt ganz ehrlich, wenn es halt realistisch wäre, dass man da was rausfindet, was den anderen das Leben rettet, dann würde ich es halt zu jeder Zeit machen. Wie das dann genau abläuft und genau ist, kann ich euch leider gar nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob man dann das Tier danach wiederkriegt, um es beerdigen zu können. Ich meine, jeder weiß, wie so eine Obduktion da vielleicht ausfällt und ob man das dann nochmal wieder haben will, gegebenenfalls sehen will, weiß ich nicht. Weiß ich aber auch nicht, wie das genau ist. Nur mal so für den Hinterkopf einfach. Genau. Ja, das war jetzt alles, was ich euch so zu diesem Thema erzählen kann. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und ich hoffe, dass halt alle eure Degus einfach nur aufgrund von Alter sterben und wirklich ganz, ganz alt werden und ganz lange gesund bleiben. Das wünsche ich mir für meine natürlich auch. Ja, dann bedanke ich mich fürs Zusehen und Zuhören. Hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. In dem nächsten Video geht es mal um Diabetes und Blindheit, auch ein Wunschvideo. Und dann sehen wir uns hoffentlich in diesem Video wieder. Danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!